Das ist der Marv. Der Marv ist Streamer. Das bedeutet, dass der Marv sich dabei filmt, wie er Videospiele spielt. Dabei können ihm die Leute dann zugucken. Im 21. Jahrhundert guckt man nämlich kein Fernsehen mehr, wie eure Eltern, sondern man guckt sowas. Meistens spielt der Marv gruselige Horrorspiele. Wenn den Leuten das gefällt, dann können die dem Marv folgen oder ihn abonnieren. Die Leute können dem Marv auch Geld spenden und dann freut er sich, denn das Geld kann er in die Verbesserung von dem Stream investieren. Die Spiele, die der Marv spielt, sind außerdem immer sehr schwer. Oh, jetzt komme ich mir erst so richtig verarscht vor. Wenn er mal was nicht sofort versteht, dann nennen ihn die Leute Lost. Das macht den Marv dann sehr traurig. Wenn viele Leute in den Chat schreiben, ist der Marv immer noch mehr aufgeregt und dann versteht er die schweren Spiele noch schlechter. Weil die Spiele, die der Marv spielt, zu gruselig sind, hat er dann auch immer ganz viel Angst. Mit Bits können die Leute den Marv dann erschrecken. Wenn der Marv die Hosen voll hat, dann freuen sich immer alle. Die Leute erstellen dann Clips, damit der Marv und alle anderen im Nachhinein nochmal sehen können, wie der Marv sich erschreckt hat. Der Marv hat eigentlich immer sehr viel Spaß mit seiner Community. Wenn ihr dieses Video jetzt bis hierhin geguckt habt und auch Teil von dieser coolen Community werden wollt, dann schaut doch mal bei dem Marv vorbei. Der freut sich über jeden neuen Zuschauer, jeden Abonnenten und jeden, der die Bell hittet. Willkommen bei den klebrigen Banditen.